Liebe Brüder und Schwestern, heute am Pfingstmontag feiern wir das Fest Maria, der Mutter der Kirche. Der heilige Bernhard sagt dazu so treffend: Durch die Kraft des Heiligen Geistes war Maria gnadenvoll für sich. Als derselbe Heilige Geist am Pfingsttag über sie herabkam, wurde sie an Gnaden übervoll und überströmend für uns. Wir beten ja im Ave Maria diesen Gruß des Engels Gabriel: Sei gegrüßt, Maria, voll der Gnade. Sie war ja bereits voll der Gnade. Und jetzt am Pfingstfest, sagt der heilige Bernhard, wurde sie übervoll, überströmend für uns. Ein wunderbares Bild vom heiligen Bernhard von Clairvaux stammte dann auch dieser Gedanke von den Schalen der Liebe. Wir sollen uns von dieser Liebe Gottes füllen lassen und erst aus der Überfülle weitergeben. Also Maria, ein wunderbares Bild für uns zur Nachahmung. Erst dann, wenn wir übervoll sind wie ein Brunnen, dürfen wir überströmen für die anderen, die Liebe Gottes, die Liebe des Heiligen Geistes. Ja, Papst Paul VI. Hat da 1964 diesen Titel eingeführt, Maria als Mutter der Kirche, und damit betont, dass Maria nicht aufhört in ihrer mütterlichen Fürsprache für uns, selbst im Himmel, dass sie uns ständig begleitet, von Anfang unseres Lebens bis zum Ende. Paul VI. Sagt natürlich, damit diese Mutterschaft auch fruchtbar sein kann für uns, sind zwei Dinge sehr wichtig. Einmal die Zustimmung. Das ist ganz wichtig in unserem christlichen Glauben. Gott zwingt niemanden, sogar nicht einmal in den Himmel zu kommen. Gott zwingt niemand. Deswegen, wenn manche überlegen, gibt es eine Hölle, ja oder nein, Papst Benedikt sagt, es ist die Frucht der Freiheit der Menschen. Wir Menschen haben die schreckliche Möglichkeit, zur Liebe Gottes Nein zu sagen. Will ich nicht. Dagegen, wenn wir Ja sagen, können wir uns füllen lassen von der Liebe Gottes, können wir uns den Himmel schenken lassen. Deswegen ganz wichtig, hier auch in dieser Hilfe der Mutter Gottes immer wieder unser Ja, unser kindliches Ja. Ja, Mutter Gottes, ich will deine Hilfe. Ich bitte dich darum. Und dann das Zweite, sagt Paul VI., ist ganz wichtig, sie nachzuahmen, damit ihr Vorbild auch fruchtbar werden kann für unser Leben. Nachahmen. Warum ist es wichtig, nachahmen? Warum ist überhaupt das Pfingstfest so wichtig für uns? Weil wir Menschen haben von unserer Natur aus eine Neigung zum Bösen. Wir kennen diese Neigung zum Bösen sehr gut in den 7 Hauptsünden, mit denen wir immer wieder mehr oder weniger zu tun haben. Einmal die Unmäßigkeit, dann die Unreinheit, dann der Geiz, dann der Zorn, dann der Neid, dann die Trägheit, dann der Stolz. Wer von uns kennt diese Neigungen nicht, die uns immer wieder quälen und nach unten ziehen? Und wozu kommt der Heilige Geist? Um uns diese Neigung zum Guten zu geben. Die Neigung zum Schlechten zu überwinden und in der Liebe da zu sein für die anderen. Wie die Mutter Gottes überzuströmen. Und hier ist es eben wichtig, wie der heilige Bernhard es auch betont, wir sollen nicht aus dem Leeren geben. Niemand kann aus dem Leeren geben. Dann landen wir ganz schnell im Burnout. Dann liegen wir ganz schnell auf der Nase. Wir immer geben, 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 bis wir nicht mehr können. Lernen wir von Maria. Lassen wir uns immer mehr füllen vom Heiligen Geist, bis wir übervoll sind, bis wir überströmen. Und das dürfen wir dann weitergeben an die anderen Menschen. Sehr schönes Beispiel auch für einen Menschen, der sich von der Mutter Gottes hat leiten lassen, ist Johannes Paul II., dessen 100. Geburtstag wir vor kurzem gefeiert haben. Und er sagt es auch so schön in Redemptoris Mater, wie wichtig es ist, dass wir uns als Kinder der Mutter Gottes anvertrauen, so wie wir es heute gehört haben von Johannes unter dem Kreuz, der von Jesus gehört hat: Siehe deine Mutter. Und er sagt, indem der Christ sich
Wie der Apostel Johannes Maria kindlich anvertraut, nimmt er die Mutter Christi bei sich auf und führt sie ein in den gesamten Bereich seines inneren Lebens. Also so dürfen auch wir Maria aufnehmen in den gesamten Bereich unseres Lebens. Die letzten Tage ein bisschen bei Johannes Paul II. Nachgelesen. Es hat mich berührt, wie er das immer wieder gemacht hat, die Mutter Gottes einzuführen in den ganzen Bereich seines Lebens. Angefangen wohl als 10-jähriges Kind, als er seine Mama verloren hat, die früh verstorben ist, und als er dann in der Wallfahrtskirche zu Maria gebetet hat: Maria, ich habe jetzt keine Mama mehr, sei du jetzt meine Mama. Wenn man das dann sieht, wie es sich fortführt durch sein ganzes Leben, gerade in den schlimmsten Augenblicken, zum Beispiel bei seiner Papstwahl, wo er sagt, ja, eigentlich fürchte ich mich, dieses Amt anzunehmen, aber im Vertrauen auf die Hilfe der Mutter Gottes sage ich mein Ja. Und besonders auch beeindruckt hat es mich, als er dann von der Kugel getroffen worden ist bei dem Attentat damals in Rom auf dem Petersplatz, wo er schwer verwundet im Auto lag und ständig sich der Mutter Gottes anvertraut hat und gesagt hat: Mutter Gottes, totus tuus, ich bin ganz dein. Dann auch innerlich gespürt hat, er kommt durch, er wird dieses Attentat durchstehen, und später dann auch gesagt hat, ja, jemand hat geschossen, jemand anders hat die Kugel gelenkt. Und selbst die Ärzte haben das erstaunt festgestellt, die Kugel ging nicht gerade, sie hat einen Bogen gemacht im Körper, sodass der Papst nicht gestorben ist an diesem Attentat. So dürfen auch wir dieses Vertrauen haben, wenn wir uns immer wieder wie ein kleines Kind unserer Himmelsmama anvertrauen. Wir werden gut ans Ziel kommen und sie wird uns auch helfen, die schwersten Situationen in unserem Leben durchzustehen. Amen.